Seehofer muss sterben, sagt Stroganow. Müssen wir doch alle mal, sage ich. Aber vielleicht stirbt es sich einmal unschön mit dem Kopf so tief im Enddarm des Populismus. Bulgaren, schreien die Bayern. Überall Bulgaren und Rumänen, Gesindel und Römer und Bulgaren. Geht es Ihnen seit Beginn des Jahres auch so? Sie treten morgens aus dem Haus und stolpern über einen Teppich aus Armutsmigranten. Die sind plötzlich überall. Sie gucken aus Gullideckeln mitten auf der Limmer Straße. Sie liegen im Kino vor der Leinwand. Ihren Job hat seit Januar auch ein Bulgar. Überall Bulgar. Nur Lucy von den No Angels, die ist willkommen. Und wo haben die Bulgaren, die es sich in zwei Schlafreihen an den Wänden unter dem Bremer Damm so verdammt bequem gemacht haben, eigentlich die warmen Schlafsäcke her? Du regst dich ja auf, sagt Stroganow. Stimmt, sage ich. Ich rege mich darüber auf, dass die Rechtspopulisten mit ihren widerwärtigen Parolen hierzulande noch Stimmenzuwachs verzeichnen, statt massenhaft Empörung zu verursachen, und zwar in der Bevölkerung und nicht bei den Journalisten. Hör mir auf mit den Medien, sagt Stroganow. Wie nennt Maybrit Illner ihre Sendung zu dem Thema? Armut auf Wanderschaft. Wie viel Freizügigkeit können wir uns leisten? Ha! Anstatt sie zum Beispiel Seehofer muss sterben zu nennen, frage ich. Das wäre mein Titel, überlegt Stroganow. Nee, sage ich. Leute wie Seehofer sollten ewig leben. Es sollte ihnen verwehrt bleiben, abzutreten. Sie sollten sich die von ihnen versaute und verelendete Welt bis zum Schluss angucken müssen. Es gibt, erklärt Stroganow, keine Leute wie Seehofer. Der ist schon sehr singulär in seiner Arroganz. Und die Bulgarenphobie taugt als Stammtischthema auch nur bis zur Europawahl. Nach den Wahlen bestimmen dann die Rechtspopulisten die komplette europäische Politik. Und der Verfassungsschutz kann endlich eine eigene Partei werden, statt seine Mitarbeiter in Scheinarbeitsverhältnissen bei der NPD unterzubringen. Ich sehe schon, sagt Stroganow, 2014 wird auch nicht besser. Ich glaube, ich schließe meinen Kiosk. Letztes Jahr, sage ich, ist Georg Schramm zurückgetreten, weil er denkt, er sei am Ende der Verzweiflung angekommen. Ich finde das, wie alles, was er sagt, ziemlich klug. Das Problem ist, sagt Stroganow, wenn all die klugen Leute zurücktreten, bleiben nur die Dämlichen übrig. Und die bestimmen ja eh schon unser Land. Also drehen wir noch eine Runde dieses Jahr. Du lässt deinen Kiosk auf? Bitte, Stroganow, bettle ich. Und seine Antwort reicht er mir durch die Luke. Vielen Dank.